richtig an. Ja, wir haben kaum Tiefgang. Das Boot dreht sich. Was wollen wir sehen? Geil! David! Was macht der da? David, was machst du da? Ich höre dich nicht. Wie bitte? Ich höre dich nicht. Kann ich nicht hören, mein Rasenmäher ist so laut. Was? Dann mach doch mal aus die Kiste hier. Alter, was machst du hier, ey? Rasenmähen. Rasenmähen mit diesem Ding. Das mach ich schon immer so. Warum nimmst du nicht gleich eine Axt? Das mach ich seit 5 Jahren, seit 10 Jahren schon so. Jede Woche. Ernsthaft? Ja. Das ist nicht dein Ernst. Du mähst mit so einem Ding Rasen? Ja. Jede Woche eine Stunde. Ernsthaft? Locker. So kann es nicht weitergehen. Was du hier an Lebenszeit vergeudest, ist ja unglaublich. Ja, nicht aber bei Gardena. Ich würde gerne den Chef sprechen. Und zwar den richtigen Chef. Genau. Ich brauche diesen niegelnagelneuen Rasenmäher, den ich gerade auf Ihrer Webseite gesehen habe. Den Smart Sileno City. Was ist das denn für ein Teil? David, guck mal. Sieh dir jetzt mal rein, wie geil das Teil aussieht. Ist das ein Rasenmäher? Das ist ein Rasenroboter. Mega. Ich meine, zieh mal dein Ding dagegen rein und zieh dann das mal rein. Wow. Sieht schon mal ganz stylisch aus. Das ist ja der Wahnsinn. Er ist präzise, leise und auch Hindernisse machen dem Kleinen nichts aus. Lass mal ausprobieren. Mhm, okay. Das ist ja genial. Die fährt ja von alleine in die Garage, sag mal. Alles von meinem Handy gesteuert. Ungelogen. Hier sieht man's. Okay, Leute. Jetzt fragt euch bestimmt, warum zur Hölle machen die beiden eigentlich jetzt hier eine Produktplatzierung für einen Rasenmäher? Und das Gleiche haben wir uns auch gefragt, als Gardena sich bei uns gemeldet hat. Aber es gibt eine ganz coole Aktion für uns, aber auch für euch. Tatsächlich verschwendet man ja im Jahr so viel Lebenszeit, nur um Rasen zu mähen. Gardena hat es mal für uns ausgerechnet bei 500 Quadratmeter, was ja übrigens eine krasse Ansage ist hier. Hm? Rasen besitzen. Können wir halt. 2,5 Tage nur Rasen mähen. Am Stück, Leute. Stellt euch das mal bitte vor. Wahnsinn. Das ist ja fast ein Jahr Lebenszeit, wenn man es hochrechnet. Je nachdem, wie lang man lebt. Passt. Gardena hat aber gleich eine geile Aktion gemacht für uns und für euch. Weil diese 2,5 Tage, die man jetzt gewinnt, weil man diesen Smart Sileno City besitzt, diesen Rasenroboter, der alles hier selber macht, schenkt uns Gardena für eine Reise unserer Wahl. Zum Angeln. Zum Angeln. Perfekt. Rasenmähen und Angeln, ich wüsste, was ich mache. Wir können hinreisen, wo wir wollen. Und das Geile ist, ihr könnt genau exakt die gleiche Reise gewinnen, die wir jetzt machen. Genial. Wo geht's hin? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir fliegen einfach los und lassen uns überraschen. Genial. Da. Perfekt. Also, wir porten uns. Alter, wo sind wir? Krass. Wir sind in Ibiza. Wir sind in Ibiza? Ja. Wie sind wir denn hier gelandet? Ich bin noch ganz schwindelig hier von der Reise. Könnte auch das Bier sein. Ich war doch eben noch im Garten Rasenmähen. Was wollen wir hier machen überhaupt? Was angelt man in Ibiza? Jungblütige Touristinnen. Ja, was machen wir jetzt hier? Also ich kenne jemanden, der hat hier ein kleines Haus oder so. Da können wir auf jeden Fall pennen. Schön hier, Alter. Alter, krass. Voll das Villenviertel hier war. Kann das sein? Ich glaube, hier war das, David. Wow. Warum gehst du auch da und nicht mit deiner Yacht rausgefahren? Ja, deine Freunde. Boah, Mandy, mir fällt gerade auf, du müsstest dir eigentlich echt mal die Beine rasieren. Das ist ja widerlich. Ist weg. Ihr seid's. Alter, was macht ihr denn hier? Mit euch hätte ich ja gar nicht gerechnet. Was ist eine geile Hütte, ey. Ist offen, ja? Ey, zieh mal schnell Bikini an, bitte, wir haben Besuch. Ja, ist offen. Aber die Hose reicht eigentlich. Wow. Wahnsinn, Alter. Erste Reihe direkt am Meer. Scheckheft gepflegt, dieses Haus, sag mal. Hast du auch einen Rasen draußen im Garten? Hey, Marc. Nein, Alter. Komm auf Ibiza. Lass es sich durchgehen. Das gibt's ja gar nicht. Diggi, lange nicht gesehen, ey. Alter. Victor. Geile Bude, Maxi. Ja, das ist okay. Bürgerlich. Sprachlos. Ich bin ja noch Student, die hat jetzt bloß 130 Quadratmeter. Aber da oben, das will ich mir als nächstes dann kaufen. Da bin ich gerade dabei, die Nachbarn rauszuklagen. Und wo muss man ja mit dem ganzen YouTube-Geld hin? Hast du denn ein Zimmerchen für uns frei in deinem Häuschen hier? Einen Anwesen. Wie viele Leute seid ihr denn? Wir zu zweit. Nur zu einer dann.
Kein Ding. Für jeden eins. Ja. Utsch. Wir werden Champagner bestellen von 10.000 Euro. Die Adresse gebe ich Ihnen sofort durch. Genau. Auf den Maxi seinen Nacken. Richtig wie immer. Aber Jahrgangschampagner, den Röder annehmen wir. Danke. Gut. Wir haben Thunfische, wir haben Amberjacks, wir haben Lierfisch, Gabelmakrele, Bonitos, Wolfsbarsche. Wir haben den Michi natürlich hier auf der Insel. Der kann auf jeden Fall mit uns rausfahren. Morgen mit meiner 12-Meter-Yacht. Das klingt verlockend, du. Gute Idee, lass uns los. Uferangeln auch möglich? Uferangeln auf jeden Fall auch möglich. Wenn es ein bisschen zu windig ist draußen, dann schlägt es ja Victor auch manchmal auf den Magen. Wir haben Chris. Chris kennt sich krass aus mit allem, was Uferangeln angeht. Der ist ein richtiger Land-Based Game Fisherman. Wir können mit Heino rausfahren. Alter, ja, lass mal mit Heino rausfahren. Ja. Yes. Fahr mit Heino raus. Cool. Heinos Boot. Let's go. Das wäre doch geil. Bam. Machen wir. Bam. Ja, was machst du hier eigentlich immer noch, Victor? Wir wollen los. Alter, ich mähe meinen Rasen. Du mähst deinen Rasen? Umgefahren. Mario Kart Rasen. Herrlich, Mensch, Leute. Fehlt nur noch der Champagner. Den haben wir oben im Champagnerkühler. Maxi hat schon die erste Flasche. Wir haben aufstehen. Wir sind ja eigentlich hier zum Bonito-Angeln. Die gehen richtig ab und die kommen so einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, kommen die hier rein und ziehen die Häfen rein. Und wenn die da sind, dann ist es wirklich Massaker, ne? Zerstörungsalarm. Ja. Ich hoffe sehr drauf. Wir sind genau zu dieser Zeit, wo sie normalerweise ankommen, da. Also das ist ein bisschen risikoreich, wir wissen es nicht genau. Was machst du heute noch so? Ich gehe angeln. Putsch! Guten Morgen, Leute. Wir gehen erstmal Meereschen angeln. Wir haben nämlich richtig fette Meereschen gesehen gestern. Richtig fette. Wenn wir richtig fett angeln, meinen wir richtig fett. So Meter plus. Meter. Alter. Halt so Big Game Level fett. Die versuchen wir zu spotten und zu catchen. Wir suchen nicht und fangen, wir spotten und catchen. Ja. Richtig. Dann heute Abend, das wird ja das Geile, dann richtig Ufer angeln auf die krassen Fische. Wolfsbarsch, Bonitos, Delfine, Delfine, Haie, Elbechor, die richtig übelsten Abräumerfische. Nächster Halt, Meeresche. Ach Leute, ihr wisst gar nicht, was gerade passiert ist. Wir haben uns verfahren, aber dafür haben wir uns genau richtig verfahren. Wir haben nämlich einen Kanal gefunden, voll mit Meereschen, aber richtig voll mit Meereschen. Wie Forellenbach. Aber es ist ja voll, komplett voll, es ist ja alles voll da drüben mit Meereschen. Da ist so eine tiefe Rinne. Geht doch immer nur um die Challenge, um die Skills. Und das hier, Leute, ist doch mal geil. Land-based Sidecasting for Big Mullet. Was für ein Cast. Ah. Oh, jetzt kommen sie, da sind die Großen. Guck mal, da kommen sie, da freuen sie sich schon. Guck mal, wie sie mit dem Schwanz wedeln. Ja. Die einzige Chance, die ich sehe, dass sie sich totlachen über deine Montage und dann Bäuchle Kiel oben an der Oberfläche treiben. Komm, 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 komm. No. Scheiße. Auf Malle war das einfacher, die Scheiße. Da hast du ein Ding reingeworfen, die waren sofort dran. Malle ist nur einmal im Jahr. Das ist, weil wir nicht mein gutes Bimbo-Maxi-Brot haben. Oh, war dran. Wahrscheinlich kocht das Wasser im Hafen inzwischen, ob der raubenden Boniti, die sich gerade den Magen laben an einem Quadratmeter großen Sardinenteppich. Ach Leute, ey. Lieber das Meereschlein auf der Hand als den Bonito auf dem Dach. Ja, 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 ja. Ja. Ah. Oh, und die andere nimmt er. Das ist ja eine blöde Kuh, ey. Das ist ja mal eine richtige Verarsche. Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Die. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt letzter Versuch, jetzt noch einmal. Ich wahr sein, dass ich mehr Eschen hier so verarschen, ey. Jetzt aber, jetzt, Alter, jetzt. Das ist der Cast, Leute, das ist der Cast. Den musst du haben. Der ist schon fast drin im Mund. Der ist wirklich schon fast drin im Mund. Leute, das ist unsere beste Chance jetzt. Aber Maxi bleibt cool, zieht es nicht weg, sondern geht mit. David, deine Einschätzung. Ja. Alter. Krass. Okay, jetzt reicht's für mich. Ich bin nicht mehr. Das war ja mal ein mega Fail. Nicht nachmachen. Jetzt ist der Wind komplett weg auf einmal. Das heißt, wir können einen Spot anfahren, wo wir denken, der ist noch besser als da, wo wir eben gerade waren. Noch besser. Aber wir geben für euch alles. Wir sind immer am Limit. Wir versuchen, irgendwas hier rauszupellen. Wenn du kämpfst, kannst du verlieren.
Wenn du nicht kämpfst, hast du schon verloren. Und der neue Kalender von Maxi mit solchen Sprüchen, den könnt ihr jetzt in der Videobeschreibung euch bestellen. Hast du solche Sprüche? Wir haben riesengroße Meerschen gesehen. Mehrere riesengroße Meerschen. Ja. Schon geguckt. Boah, da kommt. Boah. Oh, Alter, was für Ochsen. Da fällt mir gerade auf. Alter, das ist geil. Voll ab, warm, Leute. Sie nehmen unser Brot. Und das ganze Brot muss weg. Guck mal, wie geil die das reinnehmen, ey. Und saugen an und gehen wieder weg. Die großen, die unter Wasser sind, nehmen sie nämlich. Genau. Ja, genau. Deswegen werde ich jetzt mal eins reinwerfen. Ich guck mal, ob die Theorie schwimmt. Stimmt, ob die Theorie schwimmt. Ja, schade. Jetzt pass auf. Sinkende und bam. Weg. Weg in der Nase. Die Dinge, genau. Nehmen sie sofort. Ja. Also die Theorie ist, die nehmen die Dinge, gucken, ob da irgendwie Haken dran sind, weil die ja nicht dumm sind. Und wenn sie schwimmen, dann nehmen sie sie nicht. Dann ziehen sie sie erstmal runter und erst wenn sie unter Wasser sind, nehmen sie die. Los, komm, Maxi, jetzt oder nie. Sie komplett versteckt, nur die Hakenspitze darf rausgucken. Oh, ich hab so Angst. Alter! Ja. Alter, es gibt's nicht. Ja. Aber die haben halt ein krass hartes Maul. Haken, nee, Haken ist noch dran. Nee. Da kommen sie. Schwimmen die einfach dran vorbei, wa? Sehen die Viecher. Ja, ich hab's. Alter, scheiße. Oh ja. Und yes. We are in, Leute. Alter, die machen richtig Dampf, ey. Juhu. Alter, was für ein geiles Tier. Schöner. Hey Maxi, Alter, super. Richtiges Monster. Jawohl. Nice, schöner Fisch. Tada. The Bream. I have a Bream. At all nations. Maximilian, wie geil, Alter. Schnickse. So, nächster Versuch, Leute. Jetzt wollen wir eine Esche fangen. David, was machst du denn da? Schmiere stehen. Ein bisschen kleiner als die erste. Hast du wieder einen erwischt? Ein L-Max. Morgens Aronal, abends Dentex. Nein, es ist kein Dentex, es handelt sich um eine Meerbachrasse. Oh, er hat mir voll auf den Schuh geschissen. Das ist doch. You gonna throw it? I throw it away. We have to. We have to. No, sorry. Okay. We have to throw it away. We have to release it. Catch and release. Na klar, hau rein. Tschüss. Guck mal, so sehen hier die Verkehrspolizisten aus. Ach, sehr niedlich. Komm hier, einen Euro. Genau, eben dem lassen. Gerne. Yo, Baby. So, wir haben uns verfahren hier. Dank Merkel. Dank Merkel. Guck mal, da vorne ist der Hafen. Da ist der Hafen. Hafen, wir wissen, wo dein Auto steht. So, Maxi, darf ich mir vorstellen, mein neues Beiboot. Zum an Strand fahren, Champagner trinken und so. Halt so kleine Ausflüge, Daytrips. Also ist das nichts zum Bereit cruisen, sondern sportlich halt. Bürgerlich, gut bürgerlich. Spritsparen doch. Genau, ökologisch natürlich in der heutigen Zeit ganz wichtig. Komm, wir gehen rein. Ich denke, mein richtiges Boot. Also ich würde sagen, das heißt sowas wie Plumpsangeln verboten. Ja. Wir sind ja keine Plumpsangler. Du darfst hier nicht im Sitzen angeln, das heißt, du musst stehen. Pesca heißt Plumpsangeln auf Spanisch. Das ist verboten. Und Leute, es ist auch verboten, mit dem Auto direkt ins Wasser zu fahren. Und wir haben jetzt tatsächlich den ganzen Hafen hier abgesucht, von da hinten bis vorne zur Mole. Wir haben keinen einzigen Fisch gesehen. Das heißt, wir müssen erstmal suchen, weil Meereschen angeln ist halt auch Sichtangeln. Wenn man keine sieht, kann man die wahrscheinlich auch nicht fangen. Da sind sie, Leute. Leider sind die zu klein für uns. Die Kleinen wollen wir gar nicht mehr. Ja, hier vorne, in el muelle. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich glaube, also? Es ist okay, dass wir hier überall angeln, wie wir wollen. Überall angeln, kein Problem. Einfach da kam nochmal die Durchsage, die Bestätigung, dass wir hier wirklich angeln können, wie wir wollen, überall. Passen, dass wir nicht die Leute verschrecken. Nee, er meinte, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall macht es Probleme, wenn ihr hier angelt. Hinterm Leuchtturm geht's. Wir werden sie wieder ausrotten. Heute wird ein super Tag. Der beste Tag unseres Lebens. Das ist doch genau meine Welt, immer die Köder von anderen zu benutzen. Welchen nehmen wir denn? Was haben wir dann hier im Angebot, der Herr Muraski? Was sieht denn teuer aus? Na, der hier. Nehmen wir doch mal den. Da kommt Polizei. Ich frage sie, wo die Bonitos sind. Aquí se puede pescar. Realmente no. Oh. Bueno. Aquí no, mejor ahí. Bueno. A ver. Also? Er meinte,
sollen alles geben, was wir haben. Es ist ein sehr bekannter Angelplatz und äußerst produktiv zum Fangen großer Bonitos. Und wir mögen bitte eine gute Angelei haben. Wir sind große Fans von Ich geh angeln. Ich habe neulich ein Video angeguckt von so einem YouTuber, Ich geh angeln hießen die. Und die haben das ganz anders gemacht als wir. Also die haben die Route genommen irgendwie. Dann haben die immer so vor und zurück und wieder vor und zurück. Und dann haben die irgendwann losgelassen und dann haben die sich die Route hier so und dann haben die so gemacht. Ja, kannst du noch was lernen von uns, Junge. Kann ja nur ich gewesen sein, Maxi. Wir sind ja eigentlich hergekommen, Bonitos zu fangen. Das Problem ist, dass sie nur vereinzelt jetzt aufgetaucht sind, sagt man. Ja, wenige und sehr kleine. Nur 3 Kilo schwer. Oh Gott, wer will denn die, sag mal. Das bedeutet, sie sind noch nicht im Schwärmen hier drinnen. Es kristallisiert sich wieder mal heraus, dass wir es schwierig haben. Spotwechsel. Spotwechsel. Das bringt hier nichts. Das bringt nichts hier. So Leute, wir wechseln jetzt nochmal den Spot genau auf die andere Seite, zum anderen Leuchtturm, weil unser Kontakt hier, der meinte, wir sollen zum Leuchtturm, wir waren natürlich leider beim Falschen. So Leute, wir sind da. Das ist Chris. Einfach noch schönen guten Tag. So, was machen wir jetzt hier, sag mal? Jetzt gehen wir ein bisschen Spinnfischen, versuchen Barracuda raufzukriegen. Vielleicht haben wir noch kleinere Bonitos, die schon in den Hafen kommen. Jetzt in ein paar Wochen geht das eigentlich los, dass die in großen Schwärmen reinkommen, hier rauben und den ganzen Futterfisch genau vor die Steinpackung treiben und aus dem Wasser schießen. Wolfsbarsch und so gibt's auch? Wolfsbarsch gibt's natürlich auch. Das wird aber nachher erst interessant, wenn wir da hinten in dem kleineren Bereich angeln. Im Hafen, da wo es nachher beleuchtet ist. Ja? Nein! Yes! Ist scheißegal, was es ist. Hauptsache ein Fisch. Hast du noch dran? Ja. Jawohl. Juhu! Oh! Boah! Mini-Bonito! Nein! Stöckermakrele! Nein! Stöckermakrele! Ach, da. Wenn die da ist, dann sind doch noch mehr. Los, ja. Wo eine ist, genau, Maxi, da sind noch mehr. Also jetzt reicht. Reicht, das ist ein Affront. Wenn sie nicht da sind, sind sie nicht da. Stopp. Stopp. Bis hierhin und keinen Schritt weiter. Passiert nichts! Was machen wir jetzt? So bitter, so bitter. Das ist der Norbert, der heißt Hechte Norbert. Hechte Norbert, es geht bis 96 geht das hoch. Und dann Hechte Norbert macht dann so einen Tanz, freut sich voll von seinem Kumpel geschmeichelt. Und er so, ach wie jüngst, da keiner weiß, dass ich Hechte Norbert heiße. Herzhaft. Ja. Oh, wie geil. Sein Kumpel hat ihn auch so voll so, er, das ist der Hechte Norbert. Den brauchst du nicht erzählen. Bis 94 geht das hoch. Fisch? Oh yes! Juhu! Leute, wir haben Fisch, wir haben Fisch. Hast du? Ich komme! Alter, ein Fisch! Da, was haben wir denn da, Maxi? Ich weiß es noch nicht, ich hab's noch nicht richtig gesehen. Wir haben es schon eine ganze Weile gedrillt. Alter, was ist das? Leute, die Spannung steigt. Es ist der Wolfsbarsch. Es ist ein Bonito. Nein, scheiße. Gehackte Meeresche. Wir haben es geschafft. Da ist er. Maxi. Petri. Erster Tag ist vorbei. War sehr schwer. Wir würden jetzt natürlich eigentlich noch weitermachen, aber wir müssen morgen um 5.30 Uhr raus. Mit Heino auf Boot. 5.30 Uhr. Krass. Mit jetzt. Michi, mit Heino, mit Chris. Da geht's richtig ab. Und Bootsangeln. Können wir eben. Ja. Ich würde mich dann direkt hinlegen wollen und dann könnt ihr mich ja wecken, wenn wir wieder da sind. Welcher Lämmer? Am Spot. Nee, wenn wir wieder zurück sind, an Land. Achso, an Land. 5.32 Uhr, Leute, wir müssen los. Es ist viel zu spät. Es ist 5.32 Uhr und wir sind wirklich viel zu spät. Ausnahmsweise mal nicht gelogen, weil ich gehe angeln. 5.32 Uhr. Sonst ist ja alles erstunken und erlogen hier. Leute, es ist einfach viel zu früh. Es ist einfach wirklich ohne Scheiß viel zu früh. So, alles? Hier haben wir den einzigartigen Waren. War gerade ein Handshake-Fail, aber ja. Den einzig wahren Michael Standort. Ihm gehört quasi die Insel hier, komplett das Mittelmeer. Also er kann fast mithalten mit unserem Jurassic Lake-Besitzer Stefan. Stefan gehört ja der Atlantik, wie ihr wisst. Ihm gehört das Mittelmeer. Wir teilen uns Gibraltar momentan. Ja? Ja. Haben ein schönes Boot jetzt hier und fahren jetzt Richtung Tagomago, wo nur wir angeln dürfen. Ernsthaft? Ja. Da dürfen nur wir angeln? Nur wir jetzt. Welches Boot ist wissen unseres? Ach, wir haben gleich, stehen gleich in der ersten Reihe, Michi. Natürlich stehen wir in der ersten Reihe. Das Boot steht in der ersten Reihe, die Autos in der zweiten.
Ich gehe angeln Style. Ihr kennt man zu campen. Ach Leute, aber ich sag mal trotzdem, eine Stunde länger Schlaf hätte der Sache jetzt auch nicht irgendwie. Wir wollen es nochmal anmerken. Ja, wollten nochmal laut sagen, dass es alle hören, dass es in einer Stunde auch noch dunkel gewesen wäre. Okay Jungs, ich halte das Boot fest, kommt, ja? Boah, du bist es beeilen, es wird schon hell. Seht ihr das? Nein. Doch. Du wüsstest jetzt nicht, wo das hier hell werden sollte. Das ist Michi? Richtig hell schon. Ich kann das nicht ab mit hell. Das ist auch kacke für die Kamera, da sieht man immer so viel. Genau. Wir wollen ja nicht, dass man die Spots erkennt. Hat er recht. Können wir noch verpixeln, ne? Meine eine Stelle. Ja, verpixeln auch dein Gesicht. So, was machen wir jetzt hier? Jetzt versuchen wir uns erst ein paar Kalamare zu fangen. Kalamare? Warum Bait? Wie war das nochmal jetzt? Ich hab's nicht gecheckt. Einfach runterlassen. Okay. Einfach runterlassen. Leute, wie zu Hause. Wo ist Viktor? Viktor ist gut drauf. Viktor ist gut drauf, sagt er. Gut, das werden wir in den nächsten Minuten rausfinden dürfen. Ich würde mich noch für so eine Tablette anbieten. Mir kommt schon alles hoch, Leute. Maxi, hast du schon einen? Ich weiß auch nicht. Ich bin auch schon enttäuscht ein bisschen. Langsam verliere ich die Geduld. Das ist die beste Bedingung, Maxi. Ja. Das ist auch Ententeich, wurde mir gesagt. Okay, Heino, runter. Ganz entspannte See. Leute, ich glaube, ich bin raus wieder. Oh, oh, Viktor. Innerhalb von Sekunden. Tut mir fast schon leid. Ich wusste es vorher, aber... Das Gute ist, da vorne ist ein Dorf, eine Stadt, ein Horizonte. Die ließe sich im Notfall erreichen. Weil er wachte Bescheid dann. Bescheid. Hey Leute, Abbruch. Heute ist scheiße, es beißt nichts. Wir können wieder. Jo, wir haben ein wunderbares Haus in San Jose. Was haben wir da? Was ist da los? Ich glaube, ich habe einen Kalamar. Nicht im Ernst. Dann haben wir die Mission ja erfüllt. Wir brauchen 10, 15 Stück. Dann haben wir sie noch nicht erfüllt. Ding bleibt nicht dran. Hol ihn hoch jetzt, komm. Nein. Ich glaube ja, hier war er dran. Ich hatte gerade auch Bisse. Scheiße, die Kalamare, die sind ausgebufft, die sind tricky. Dafür sind aber dann die Amberjacks schwer zu fangen. Also morgen früh 5:30 am Boot. Machen wir noch früher, 5, oder? 5 am Boot. Morgen früh kommen wir gerade aus der Disco. Hey Max, Maxi wieder hat uns den Tag gerettet. Alles wird gut, fehlen nur noch 19. Der Bach ist gebrochen. Juppi. Wenn er an der Oberfläche ist, musst du mit rüberlupfen. Okay. Alter, kommt der auch irgendwann? Oh, der Akku ist gleich leer, so mal ein bisschen... Ah, da kommen sie. Ich glaube, wir sind zwei. Jetzt gehst du bis runter mit der Spitze. Warte, 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 warte. Nee, ist einer. Maxi! Yes! Geilo! Alter! Yes, baby! Sieht irgendwie aus, als würde er unter Naturschutz stehen oder so. Ach so. Was heißt denn Pulpo auf Deutsch? Krake. Ja, hier hält sich Konzo 2.0. Alter, da ist er wieder. So, zähl mal kurz durch, da fehlen welche an Bord. 6 sind losgefahren, aber jetzt sind es nur noch 4. Ja, weil wir haben jetzt das verlassen, weil David ist schlecht geworden. Ich wollte ja noch, aber da habe ich einfach gesagt, Leute, für David mache ich doch alles. Kennen wir ja von Viktor, ne? Ich werde es richten dafür. Mach's gut, Leute. Tschüss. Viel Erfolg, ja. Hat richtig Spaß gemacht. Leute, es gibt Menschen, die bezahlen viel Geld für Achterbahnfahren. Das ist noch 1000-mal geiler. Fahren Sie zu Michael Standort. Kann man sehen, er ist wirklich so ein bisschen gelb. Also ich sehe es von hier aus. Richtig ganz gelb ist er. Ich habe echt meinen Magen ausgekotzt gerade. Und wir sind noch nicht mal weit gefahren. Wir waren gerade beim Köderfischangeln. Maxi hat einen Pulpo gefangen, ganz selten übrigens. Was? So einen Tintenfisch, so einen Schälchen. Wir wollten eine Kalamaris fangen, aber Maxi wieder mal, Maxi Berlin-Style, fängt einen Pulpo. Das ist auch so viel wert wie ein 30 Kilo Amberjack. Boah, ist mir kalt, meine Nase ist richtig rot. Das Geile ist, Leute, genau das könnt ihr auch gewinnen, wisst ihr ja. Inklusive Kotzen. So, wir sind wieder angekommen. Wo bist denn du? Hier. Das war ja eine Action gerade, oder? Ja, bisschen schade. Uns wurde versprochen Ententeich. Aber sich wieder herausgestellt hat, dass Ententeich und Ententeich bei unterschiedlichen Anglern unterschiedliche Bedeutung haben. Dann kann er sie mal erzählen, was sie gefangen haben. Obwohl, ich will es gar nicht wissen eigentlich. Schneiden wir raus. Die haben nichts gefangen, genau. Leute. Fake News. Fake News. Gar nichts. Mittelmeer, tot. Komplett am Arsch. Nee, wir haben einen Fisch gefangen. Ich glaube, das war ein richtig geiler Fisch. Oh Gott. Die Schweine. Leute, er ist wieder da. Der einsame, eiserne Kämpfer. Für ich geh angeln, für euch. An der Front dabei gewesen. Und?
Unfassbar, was da passiert ist vorhin. Ohne Scheiß? Also, wir sind, ja, wirklich, ohne Scheiß. Wir sind rausgefahren, wollten eigentlich an eine Stelle, wo große, weiß ich nicht, wir wollten auf Emmerjack vor allem angeln. Und waren viel zu krasse Wellen, also wirklich, da wäre Victor gestorben. Direkt im Boot wäre er gestorben. Also wie die anderen, jetzt nicht seekrankmäßig, aber so angsttechnisch, dann sind wir auch fast gestorben. Das war wirklich wie, wie im Film Der Sturm. Victor, wenn du diese Aufnahme hier noch zu sehen bekommst und wir nicht gekentert sind, dann sei einfach nur richtig froh, dass du hier nicht mit rausgekommen bist. Alter! Alter! Juhu! Junge, was für Wellen! Also unglaublich, so eine Wellen habe ich vorher noch nie gesehen. Dann sind wir zurückgefahren, weil wir gesagt haben, okay, das ist lebensgefährlich hier. Auf einmal sehe ich irgendwo links von uns, hinter der Insel, wo wir eigentlich hin wollten, eine riesige Feeding Frenzy. Leute, es geht ab, es das geht Feeding ab. Frenzy. Feeding Frenzy. Oh, da sind die am Raum, an der Oberfläche. Wir sind da, Oberfläche. Leute, die Bonitos kommen. Juhu. Also Möwen, die ins Wasser stechen wie die kaputten. Ich sag's, ey, lass doch mal da hinten hinfahren, bitte. Sieht krass aus. Haben wir uns entschieden, da kurz hinzufahren. Yo, wir sind an der Feeding Frenzy. Da sind sie. Da. Warte, ich halte schon hier vor und dann kämpfe ich, okay? Auf 3, 2, 1, fangen. Perfekt. Reingeworfen da und einfach dreimal angejiggt, sofort. Jig, 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 jig! Da ist er! Da ist er! Los, Kobe, 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 schneller, Kobe! Kobe, der kommt uns entgegen! Kobe, Kobe, geht's! Kobe, 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 der kommt! Fetten Thunfisch drauf gehabt, sind wir nochmal da rein. Es ging eine ganze Weile, bestimmt eine halbe Stunde, aber wir mussten den Fisch hinterherfahren, weil die Schnur nicht gereicht hat auf der Rolle und haben dann nochmal da reingeworfen. So, Leute, rein da, die sind da. Ja. Ey, siehst du da, wo die Spitze der Möwen ist? Ja. Da musst du jetzt reinwerfen. Und jetzt Jigs, so schnell du kannst. Schneller Kurbeln, Jigs und Kurbeln, beides gleichzeitig. Yo! Hey! Yo! 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 Lass ihn gehen, Der ist groß, Was ist das denn? Ein Lichtstoppen! Der ist richtig groß. Die Frittbrüche brauchen dickere Ruten. Ich hab meine dicke Rute zu Hause gelassen. Scheiße. Wir kriegen Möbel. Alter, die. Vorsicht. Alter, es geht richtig ab. Mama richtig geworfen. Scheiße. Die dreimal geschickt, schön ab sind lassen. Warm, Alter. Alter, der hängt da so drin. Wir haben kaum Tiefgang. Das Boot dreht sich. Wir haben kaum Tiefgang, ne, wegen Chris. Das ist ein Falz-Alba-Korb, 250 Kilo. Hier rum. Ja. Da hinten, lauf es weiter, das ist gut, manchmal. Ganz mit Kartoffelsalat. Scheiß auf den Kartoffelsalat. Alter, wie so das Ding abgeht. Victor, es tut mir wirklich leid. Das wollen wir sehen? Nein. Und der Feeding Frenzy ist immer noch da! Schalten wir mal ab! Wir müssen da noch ran! Jetzt geht er wieder los! Ich lasse der Anfang. Ab hier, ab. Ich kann gleich auf die andere Seite werden. Komm schon, wie wieder kommt er! Yeah! Wo ist er? Pass auf, da sind wir. Ja, Geh drauf, Fisch dran, Bob! Nein, ich hab nicht gefilmt! Spaß! Ja, geil, ja Mann! Alter, geil! Du steigst in die Gange! Hammer, so! Geil! Das ist super. Auf jeden Fall, ey! Frenzy, nächsten Fisch! Ey, es tut mir so leid, Victor, dass du nicht dabei bist! Jesus Christ, Maria Möbel, das kann doch nicht wahr sein! Wir haben die ganze Zeit gesagt, traurig, dass Victor das nicht mit... Das ist genau das, was er immer am allergeilsten findet. Halt werfen und dann brutale Drills. Und er kann nicht dabei sein. Und David auch nicht. Es geht gar nicht. Das ist ein absolutes No-Go, Chris. Wie sehe ich aus? Wenn dir das Leben Zitronen gibt,
die noch nicht reif sind, dann lass sie einfach am Baum hängen. Wenn sie reif sind, dann mach Limonade daraus. Ja, hat er recht. Das alte Sprichwort. Wer kennt es nicht? Ja. Die alte Weisheit. Okay, was machen wir da jetzt so? Mähen wir erstmal den Rasen. Gehen wir Rasenmähen, hast du recht. Ich gehe Rasenmähen. Da wird halt zumindest nicht schlecht. Vor allem nicht mit unserer tollen Rasenmäher-App, Leute. Können wir nämlich von hier aus bedienen, das werden wir jetzt gleich mal machen. Genau, in Berlin. In Berlin. Hier hat Victor allerdings ein bisschen zu viel gemäht. Maxi, danke, dass du uns eingeladen hast. Hey Maxi, danke dir. Danke nochmal fürs Herfahren. Kein Problem. Und ihr könnt ja diese Reise gewinnen und vielleicht sind dann die Fische da, weil die kommen ja im Moment. Aber wir müssen jetzt zurück schnell und gucken, wie unser Rasen aussieht, ob der Rasenroboter auch wirklich seine Arbeit gemacht hat. Genau. Ja, ich werde euch Bescheid sagen, sobald die Fische hier sind. Jo. Euch natürlich auch. Also, alles Gute, hau rein. Leute. Die ist noch ganz schwindelig. So richtig schwindelig, also sehr fast wie Bootsfahren hier, dieses Portieren. Okay, aber wir können ja mal gucken, was unser Rasenmäher hier gemacht hat. Ganz fleißig. Der ist noch bei der Arbeit, sehr niedlich. Und wie leise der ist. Hey, und der ist ja wirklich leise, ne? Jetzt kommt er. Nein. Oh Gott. Was ist da? Auf. Sitz. Klar. Also Leute, jetzt mitmachen und den Smarty Lenus City gewinnen. Und eine krasse Reise, ein unvergessliches Erlebnis nach Ibiza. Hoffentlich sind dann die Thunfische da, bei uns waren sie ja leider nicht da, aber ist egal, wenn ihr da hinfahrt, dann sind sie auf jeden Fall da. Alle Infos habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt, also schaut da mal rein und macht mit. Macht mit, Leute. Ab nach Ibiza. Wie so eine riesen Computermaus sieht der aus. Das ist ja, ne? Stylisch, ey. Idiotensicher zu bedienen und auch Hindernisse machen dem Kleinen nichts aus. Ich also jahrelange Erfahrung zu berichten weiß. Wirklich schön. Formschön, leise, leicht. Und kostengünstig. Prima, dann bringen wir jetzt mal das Ding da hinten hin. Ne?